Servus Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf BariTV. So, was machen wir heute? Wir haben uns was überlegt. Es kam oft die Frage, wie registriert man sich auf dem BDO-Turnier, wie registriert man sich auf dem PDC-Turnier, DDV, BBDV etc. Eigentlich ist es ganz simpel. Um dich bei einem Regionalverband auf dem Turnier anzumelden, musst du bei einem Verein gemeldet sein, der im Verband spielt. DDV kannst du dich frei anmelden, das heißt, gehst auf die Seite, meldest dich an. Muss ich Startgeld, beim DDV muss man glaube ich auch Vorkasse bezahlen. Danach geht es weiter bei der BDO. Bei der BDO ist es immer unterschiedlich, das heißt, du musst immer auf den WDF-Kalender dir anschauen, hey, welche BDO-Turniere gibt es, welche WDF-Turniere sind es. Du kannst da reingehen und kannst auf den Flyer klicken, dann steht da Registration vor Ort oder Registration auf der Seite. Dann kannst du dich online registrieren auf der Seite. Es gibt auch meistens ein Draw vorher, also sprich eine Ziehung vorher, gegen wen du spielst. Meistens ist Startgeld 10 bis 20 Euro. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Es wird erst ein bisschen komplizierter, wenn du bei der PDC spielst. Oder sagst, hey, ich möchte die Q-School spielen. Ich möchte bei den nächsten Turnieren bei der PDC mitspielen. Bei der PDC konntest du dich früher per Telefon oder per E-Mail an den Carsten Arth wenden. Der sitzt in München bei der PDC Europe und da kannst du dich registrieren. Auch für die Super League qualifizierst du, Entschuldigung, meldest du dich an per E-Mail mit Namen, Geburtsdatum und ich möchte mich registrieren für die Super League Qualify und schickst es an den Carsten Arth, die E-Mail von ihm unten in der Beschreibung. So, wie geht's weiter? Wenn ich mich zur Q-School registrieren möchte, konntest du dich früher per E-Mail registrieren? Mittlerweile geht es elektronisch. Du hast ein eigenes Portal von der PDC als PDPA-Member. Und danach kannst du dich registrieren für die Q-School und musst dann auch gleich die Aufnahmegebühr per Kreditkarte bezahlen. Das sind dann 550 Euro für die Q-School. Das ist ein Startgeld von ja, 500 Pfund, glaube ich, ist es. Und danach bist du 4 Tage bei der Q-School registriert und kannst danach aber die ganzen Host Nation Qualifier, die in Deutschland sind, ich glaube Sindelfingen, danach München, Mannheim, Leverkusen, Riesa, Hamburg, Jena, Saarbrücken, Hildesheim. Kann sein, dass ich welche vergessen habe, aber so in den Städten müsste es ungefähr sein. Klar, die Runde kannst du auch im Vorfeld planen, weil die Daten sind immer festgelegt. Die siehst du nach oder kurz vor Ende des Jahres werden die immer veröffentlicht von der PDC und dann kannst du deine Runde planen und deinen Urlaub planen etc. Gucken, ob du da frei hast von der Schulzeiten her, wenn du Schüler bist. Ja, wenn du sagst, hey, nee, ich möchte die Q-School nicht spielen, das Geld ist mir zu teuer oder das Turnier ist mir zu teuer, ich möchte diese 550 Euro nicht zahlen, dann kannst du dich auch für ein einzelnes PDC Host Nation Qualify, was zum Beispiel in München ist, wenn du in München lebst oder im Münchner Raum oder in Saarbrücken oder in Sindelfingen oder in Leverkusen oder in Hamburg, wo auch immer. Und dann kannst du da hingehen und sagen, hey, ich möchte da mitspielen, dann sendest du eine E-Mail an den Carsten Arth. 125 Euro kostet, glaube ich, die Anmeldung für ein Turnier und dann kannst du da mitspielen. Wie läuft das ab? Wenn du das Qualify schaffst, dann qualifizierst du dich, um in der ersten Runde mitzuspielen. Wenn du die erste Runde mitspielst, gewinnst du zum Beispiel automatisch schon 1000 Pfund und wenn du die zweite Runde spielst, sind es 2000 Pfund und dann geht es ein bisschen weiter. Die genaue Aufschlüsselung gibt es auf der PDC-Seite. 1000, 2000, 4000 und so weiter. Ich glaube, es wird immer verdoppelt, bis zum Finale halt. Ja, und das Krasse ist, du musst dafür keine Steuern bezahlen für diese 1000 Pfund. Das wird dir direkt abgezogen auf dein Konto überwiesen. Aber die Information kriegst du, wenn du soweit bist. Zur Registration für solche Turnieren ist es eigentlich ganz simpel. Wer kann sich registrieren? Jeder. Jeder kann bei der PDC mitspielen, beziehungsweise beim Host Nation Qualifier teilnehmen. Ob du dann weiterkommst, entscheidet sich dort. Die Q-School hingegen, bei der Q-School kannst du verschiedene Sachen machen. Du kannst Punkte sammeln, um dir eine Tourcard zu holen. Du kannst Turnier gewinnen, dann kriegst du auch eine Tourcard. Und als Tourcard-Holder hast du auch andere Möglichkeiten. Das heißt, du kannst die Players Championship spielen. Du hast ein anderes Qualifier-Feld. Du tust dich in anderen Qualifiers durchspielen und versuchen dich zu qualifizieren. Bei den Qualifiers sind meistens zwischen 40 bis oben offen Menschen da. Das heißt, bei 40 Teilnehmern qualifizieren sich meistens 4 Stück. Das heißt, du musst dich in einem Feld durchkämpfen, hast da 3 Spiele, 4 Spiele, die du gewinnen musst, um weiterzukommen und dann hast du es geschafft. Dann bist du auf der Bühne und hast deine erste Bühnenerfahrung. Ich habe es leider noch nicht geschafft, bei der PDC auf die Bühne zu kommen. Ich bin optimistisch, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall
mehr machen werde. Ich werde auf jeden Fall noch härter trainieren und werde gucken, dass ich nächstes Jahr mein Debüt auf der Bühne feiern werde. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, unten in die Kommentare rein, schreibt mir auf Instagram unter Bari180. Ich freue mich aufs nächste Video. Abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Bis dann, euer Bari.